Im Internet scheint alles erlaubt zu sein. User beleidigen, beschimpfen und hetzen, wie sie es offline niemals tun würden. Warum, weiß die österreichische Bloggerin Ingrid Brodnik. Ich sehe mein Gegenüber nicht. Ich habe keine Mimik, keinen Augenkontakt, keine Gestik. Und wir können sehen, dass Menschen weniger gehemmt sind, dass sie Dinge sagen, die sie sonst nicht gesagt haben. Skurrilerweise werden Rüpel auch noch für ihr Verhalten belohnt. Es ist nämlich so, dass wenn ich ein Posting mit Schimpfworten schreibe, werde ich tendenziell mehr Likes bekommen, als wenn ich keine Schimpfworte verwende. Wie kann man Hass im Internet wirksam bekämpfen? Den Königsweg gibt es dabei nicht, meint Siegfried Schneider. Doch der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien sieht Ansatzpunkte. Wir brauchen letztlich Medienkompetenz, damit junge Menschen auch selbstverantwortlich mit dem umgehen können, was das Netz ihnen bietet. Wir brauchen dann natürlich auch die Medienkompetenz in den Schulen, damit Lehrkräfte mit den Eltern auch reagieren können. Und wir brauchen am Ende auch das Strafgesetzbuch, wenn strafbare Handlungen mit Hass und mit Kommentaren, die strafbewehrt sind, unterwegs sind, muss auch der Rechtsstaat reagieren können. Das im Sommer verabschiedete Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet Plattformen wie Facebook dazu, Hasskommentare zu löschen. Laut Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, wirft das einige Probleme auf. Es ist nämlich eine schmale Gratwanderung zwischen dem, was wir als Meinungsfreiheit, als Grundrecht ganz bewusst hochhalten und dem, was dann verboten werden soll. Die zweite Frage ist, wer soll letztlich dann bewerten, was ein Hasskommentar ist? Das ist ja durchaus differenziert zu betrachten. Das heißt, welche Menschen sollen über welche Qualifikationen verfügen? Weil diese Menschen sind dann letztlich verantwortlich dafür, was ohne rechtsstaatliches Verfahren im Netz drin bleiben darf und nicht. Gesetze sind das eine, doch ohne eine sensible Netzcommunity führen sie ins Leere. Oft ist es schon hilfreich, gegen Hate Speech sichtbaren Widerspruch zu erheben.